Für heute hätten wir die Bike-Präsentation vom neuen Conway E-Bike im Sinn, aber der Martin, der kommt nicht daher. Oh, jetzt kommt er, wie gerufen. Pünktlich, oder? Ja, je nachdem, was man unter pünktlich versteht. Ich habe die Uhr vergessen, ich habe es geschätzt. Wie spät bin ich denn? Ah ja. Ein paar Stunden. Nein, eine Stunde nicht. Ach, kalt ist mir. Du bist die Bier noch der Sonne gegangen. Das ist super, wenn die Alpen immer noch der Sonne gehen. Ja, bei Nebel ist es besonders gut. Wir machen eine kleine Bike-Präsentation dieses Mal vom Conway. Spät, aber doch. Ein bisschen eine schwere Geburt gewesen dieses Jahr. Die, die sie E-Bike gekauft haben oder nicht gekauft haben oder keines gekriegt haben, wissen sie ja. Lieferengpässe hoch 10. Jede Marke hat zum Kämpfen gehabt. So auch Conway. Und jetzt ist es da. Das sogenannte 529er heißt dieses Modell. Sehr gut ersichtlich bei dem Modell, weil es farblich so abgestimmt ist mit so einem dunklen blauen Metallic auf so ein Neongrün. Finde ich ganz cool, auch mit der passenden Hose. Aber die Hosen hat es schon vor 2 Jahren gegeben. Und jetzt das Radl, also obwohl. Das passt schon. Zum Bike, warum heißt etwas MX? Das kann heißen Moto X oder Mixed. Kann man jetzt umlegen, wie man will. Kommt eigentlich aus dem Motorradsport, Motocross, hinten Plusbereifung 2,8, ein bisschen breiter wegen dem Grip, vorne 29 Zoll, 2,6 Maximum für mehr Laufrennstabilität. Genau. Das Bike ist jetzt ausgestattet mit einem Shimano, mit einem neuen Shimano EP8 Motor, der was 3 Unterstützungsstufen hat, wie derzeit jedes Modell Sigma Eco. Zasch, Trail und Boost, meine Lieblingsstufe. Und jedes Modell kann natürlich diese Stufe individuell einstellen. Bei Shimano braucht man App, bei anderen Herstellern kann man es über einen Bordcomputer machen. Der Motor wird gespeist klassisch mit einem 630 Wattstunden Akku, wobei sich jetzt bei Conway der Akku in der Tube befindet. Und okay. Geht schon wieder. In der Tube befindet, genau, wobei der Akku jetzt unter Bike zum Einschieben ist, also da gibt es eine kleine Klappe im oberen Bereich, die macht man da auf. Jetzt hoffe ich, dass es aufgeht, weil er schon offen ist, zack, dann geht die Abdeckung nachher und da sieht man den Akku. Tada! Und was ganz cool ist, es gibt jetzt keinen Schlüssel mehr, sondern einen Imbus. Und dieser Imbus, der befindet sich da hinten. Das ist wie bei MacGyver ein bisschen. Wahrscheinlich kannst du aus dem Radl eine ganze Armee zusammenbauen. Das ist ein Heberle. Wohl ein kleines Heberle ist da. Siehst du das? Mhm. Und das Heberle kann man da reinstecken. Und dann dreht man den. Da! Und dann ist er. Dann löst man den noch. Halleluja! Und hat da diesen Akku. Ist ein normaler Standard-Akku. Wobei jetzt ein bisschen eine Kuriosität dabei ist. Dies ist die Ladestation Akku ausgebaut. Und dies ist die Ladeeinheit E-Bike. Die ist ein besserer USB-Stick, kann man sagen. Jetzt unschwer erkennbar, auch für so Untechnik-Menschen, erst wenn es offen bleiben, Günther, passen natürlich die zwei nicht zusammen. Das heißt, zum Laden, wenn man einen Akku ausbaut, braucht man einen Adapter. So wie das bis jetzt checkt. Also anders wüsste ich nicht, dass es keinen Adapter gibt zum Nachkaufen. Ist aber teilweise jetzt leider auch schon ausverkauft und ist einfach so. Da kann man nicht drüber hinweg. Ja, und ansonsten muss man halt das ganze Rad anstecken. Und sind das ganz, weil die Möglichkeit hat, das ganze Rad laden, nur wenn man natürlich wo ist, wo man das Rad nicht mitnehmen kann, dann hat man ein bisschen ein Problem. Akku selber hat jetzt keine Anzeige mehr, wie viel Leistung er hat, sondern man drückt auf Einschalten und dann blinkt er. 5-mal blinken ist voll, 1-mal blinken ist 20% und der blinkt so oft. Total crazy, man muss da mitziehen, man ist voll gespannt und los geht's. 3-mal, ha, 3 Striche, 60%, er 3-mal blinkt. Auch beim Laden ist das jetzt so bei Shimano, ist es also eine Gewohnheitssache. Man gewöhnt sich an alles und wenn man sich daran gewöhnt hat, gibt es ja was Neues. Das ist echt eine coole Sache. Zum Einlegen hat der Akku da unten so eine Nasenaufnahme, da führt man ihn ein, klackt, oben ebenso und dann einmal wieder runter damit und im lässigen MacGyver-Style in die Achse reinstecken. Das hebt,
weil ich mache dieses Bike Review, wie es auch immer heißen soll, nachdem dass ich 120 Kilometer jetzt am Tacho habe. Also ein bisschen was bin ich gefahren, ich kann sagen, wie es ist. Ja, Ausstattung komplett Shimano Diore SLX XD, also ziemlich auf höchstem Niveau. 12-fach, funktioniert einwandfrei, wie von Shimano gewohnt. Vorne ist eine 4-Kolbenbremse, adjustiert auf einen 203er Motor. Die beißt zu, macht ihren Dienst, wie sie machen soll. Und hinten ist eine 2-Kolbenbremse nur montiert, macht aber ebenso ihren Dienst, wie sie machen soll. Weil ich mit Ausrüstung habe ungefähr 100 Kilogramm und habe jetzt bis jetzt nie Probleme gehabt, das ganze Bike im Stillstand zu bewegen. Jetzt bin ich wieder ein und mache zu. Genau, du weißt es. Bis jetzt ist alles Serienbike, sogar der neue Fitzig-Sattel. Also finde ich echt ganz cool. Außer die Reifen sind auf Maxxis umgesteckt worden, auf Minion. Finde ich eine Wucht. Absolut geiler Reifen. Mit der 3-Gummi-Mischung. Wirklich brutal. Federelemente. Es ist die RockShox Lyric-Form verbaut. Dieser Umbau EMTB mit ein bisschen Luftkammerveränderung. Und hinten eben so ein 2,0 Luftdämpfer. Fährt sich auch sehr fein und funktioniert wirklich bis jetzt wie ein Glöckchen. Darf ich nicht jammern. So, jetzt die ganze Sache. Jetzt haben wir genug über das Bike geredet. Wie fährt es? Immer sagen, sehr gut. Aber im steilen Uphill trotz 29er fahren hängt super drinnen. Also klar muss man mit dem Gewicht bis am Vordersattel und so richtig reinhängen, aber es steigt nicht. Im Downhill wahnsinnig agil und recht kurz baut für E-Bike. Es ist ein L-Rahmen bei meiner Größe. Ich bin 1,85, fährt sie wirklich super. Also ideal abgestimmt, würde ich sagen. Und bis jetzt finde ich es richtig, richtig cool. Auch mit der Kombination mit den Laufrädern, was im Downhill das auch super stabil machen. Die das wissen jetzt eh fast Standard überall oben bei den E-Bikes und bei den normalen haben sie richtig gut durchgesetzt. Also läuft wie eine 1. Ja, jetzt ist die Frage, ja, wie weit kommt man mit so einem Akku? Ich habe schon angeschnitten, ungefähr 90 Kilo Fahrergewicht mit Gewand, Rucksack, wollen wir an die 100 Kilo haben. Ich fahre ungefähr so 2.500 Höhenmeter, wenn ich natürlich Akku spare. Das heißt, im rechten Moment fahre ich natürlich Trail und Boost, ansonsten nur Echo und so Schleifen dahin. Und dann schafft man so 2.500 Höhenmeter realistisch. Was aber ganz cool ist, das neue Ladegerät ist wirklich nur noch so groß. Also das kann man echt mitnehmen und irgendwo laden, wenn man so eine Hütte findet, was man nicht kriegt, wenn man Strom nicht zahlen muss, hängt es euch dran, macht es, oder einen Kuhhüter irgendwo, oder einen Kurzhahn, oder bei Autobatterien. Nutzt die Auto, nutzt die unseren neuen Fahrzeuge, nutzt es aus, Spaß beiseite. Also das neue Ladegerät ist wirklich klar, das kann man echt super mitnehmen. Und dadurch ist diese zweite Akkugeschichte für mich eigentlich gestorben, weil E-Biken mit zwei Akkus macht für mich null Fun im Rucksack, da wird dann wirklich Ausnahmeerscheinung, ansonsten nicht. Ja, das wäre es eigentlich gewesen vor der ganzen Sache. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anregungen in die Kommentare. Und ja, seid genauso pünktlich wie ich, das ist wichtig. Das warten die Leute wirklich ewig und das ist am Berg bei der Temperatur. Ja, nicht so fein. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.